Hallo Leute und willkommen zurück bei einem neuen PHP-Tutorial. Und zwar dieses Mal geht es um Datei-Upload, wie man hier auch schon gut lesen kann. Und zwar von meinem PC auf den Server. In diesem Ordner sollen die Dateien gespeichert werden. Ihr seht, er ist komplett leer. Und wir erlauben nur Bilder. Ja, also fangen wir gleich mal an. Mal noch ein bisschen größer. So. Erstmal mit PHP. Dann machen wir erstmal eine Überschrift. Datei-Upload. Hier mal das Standardkram, also nur wenn das Formular nicht abgesendet ist, wird es angezeigt. Ansonsten wird es verarbeitet. Also das Formular an sich ist eigentlich ganz einfach. Es hat nur ein paar Besonderheiten. Okay, kommen wir direkt zum Form-Tag. Die Action ist dieselbe Seite, könnt ihr also leer lassen. Die Method ist Post. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. Enctype gleich multipart slash form-data. Das muss drinstehen, wenn eine Datei hochgeladen werden soll. Und dann brauchen wir natürlich noch Inputfelder. Das erste hat einen Type von File und einen Name von Datei. Dann machen wir hier einen Break und da machen wir noch einen Input. Das ist dann der Submit-Button. Da gibt es natürlich auch eine Value und zwar von hochladen. Genau, dann schließen wir das Form und dann schauen wir uns das Ganze mal im Browser an. So, jetzt können wir hier schon eine Datei auswählen. Die wird dann aber nicht weiter verarbeitet. Ja. Wird dann nicht weiter verarbeitet. Sorry für die kleine Unterbrechung. Die Datei wird dann nicht weiter verarbeitet. Und jetzt gehen wir mal an die Verarbeitung der Datei. Also $DateTyp gleich get image size. Ja, Size natürlich. $Files. Datei. Also mit diesem $Files spricht man eine Gruppe eine Datei an. Und dann was für diese Datei wollen wir wissen? Den Temporary Name, den temporären Namen. Jetzt überprüfen wir, ob es ein Bild ist. If $DateTyp. Ausrufezeichen gleich 0. Dann 0 unterstrich uploaded unterstrich file. Dollar unterstrich files. Datei. Und temporary name. Also hier mit der Funktion verschieben wir das Ganze. Und zwar nach upload slash $files. Und da Datei und dann name, also der echte Name. Das verschieben wir in den Ordner upload und die Datei heißt, wie sie eben hieß, bevor sie hochgeladen wurde. Und dann geben wir noch eine Meldung aus. Das Bild wurde erfolgreich hochgeladen. Und wenn das Ganze eben kein Bild ist, dann machen wir einfach ein Echo die Datei. Muss ein Bild sein. Speichern wir das Ganze mal.
Ich kann noch mal ein bisschen mehr anziehen. So. Jetzt machen wir so. Ihr könnt dann einfach einen Screenshot machen oder das Video pausieren. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich wähle jetzt eine Datei aus. Bis gleich. So, jetzt habe ich eine Datei ausgewählt. Klicke hier auf Hochladen. Das Bild wurde erfolgreich hochgeladen. Das bedeutet noch gar nichts. Schauen wir hier mal in den Ordner und tada, das ausgewählte Bild ist hier erschienen. Ja, hier nochmal der Code. Zack. Zack. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.